Ich fülle erstmal auf. Die Beleuchtung, die können wir nachher dann immer noch machen. Aber dann ist zumindest schon mal der Platz dann da und dann sind auf jeden Fall die Steine schon mal drin und dann passt das dann schon. Ah, wir gucken mal. Da rieseln die ganzen Steine runter, die ganzen Steinstückchen. Oh, ich habe Steine in den Augen. Jetzt hätten wir da oben gar nicht freimachen müssen, ne? Da können wir eigentlich direkt wieder Cobblestone reinlegen. Oh! Ja, getroffen, sehr gut. So. Na? So. Da ist doch irgendwas. Die Tür, oder? Da ist doch die Tür drunter. Das heißt, hier drüber ist wahrscheinlich irgendwo dieser ganze Technik, das ganze Technikgedönse. Nee, was ist da? Was ist da? Ach. Natürlich, natürlich. Oh, wieder zu. So, passt. Wir wollten ja auch noch irgendwie eine Verbindung schaffen. Da gucken wir gleich mal, wo wir die Verbindung schaffen. Dann haben wir die nämlich auch fertig. Und dann kommen wir ja wirklich langsam voran. Aber wie gesagt, erstmal machen wir überall zu. Und machen erstmal überall die Beleuchtung und dann gucken wir mal, wie wir uns dann verbinden. Und alles Weitere kriegen wir dann auch hin. Aber mal gut, dass ich noch ein paar Stacks mitgenommen habe, weil so viel, wie wir hier irgendwie gerade verbrauchen werden, so viel habe ich im Leben nicht dabei gehabt. Geil, hier schon wieder alles voller Cobblestone. Und nur 73 hiervon? Oh, das ist ja armselig. Ich hoffe, die Abstände kommen gleich hin mit der Beleuchtung oben, ne, dass es immer so Zweierlücken dazwischen sind. Sonst müssen wir das alles irgendwie um eins verlängern, was ja auch nicht schlimm wäre. Man sieht es ja nicht, ne, also von daher. Wäre ja genau aufgegangen. So. So, jetzt müsste eigentlich hier oben das gebrannt sein. Guck mal, hier sind wir doch irgendwo, haben wir doch hier die Ecke war das wahrscheinlich. Irgendwo haben wir das gerade gesehen. So. Weil in der Ecke, da wollten wir uns dann hier runterbauen. Ja? Hm. Gucken wir doch mal, ob das schon reicht. So. 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 Völlig egal, wir machen so viel, wie wir kriegen. Einfach nur, weil es geht. Und weil wir ja eh ein bisschen was davon brauchen, also von daher. Gewusst wie. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich heute Morgen um 6:30 aufgestanden bin. Das war, glaube ich, in der letzten Aufnahmesession doch auch so, oder? Da hatte ich doch auch nach der Frühschicht aufgenommen irgendwann. Letzte oder vorletzte. Da war ich dann ja auch so nach
Um 6:30 irgendwie. Oder seit 6:30. Seit 6:30 auf. Sätze beenden. Erste Stunde. Wie beendet man einen Satz? So. Wie gesagt, ich mache erstmal zu. Wir gucken gleich mal, wie wir dann die Beleuchtung machen. Und da setzen wir dann auch erstmal das Glowglass rein. Und dann gucken wir gleich mal, so, wie das dann mit den Abständen passt und wo wir uns dann runterbauen und wie wir dann andere Dinge tun. Möglichst viel und lang, damit wir uns nicht mit diesen Maschinen auseinandersetzen müssen. Wobei wir diese Aufnahmesession wahrscheinlich eh nicht machen werden. Das ist wirklich ein Fall für nochmal irgendwie extra. Vielleicht mache ich die Maschine auch im Zeitraffer. Also einfach mal irgendwann zwischendurch mal 5 Minuten reingeballert. Hier, bababababam, Maschinen stehen. Weil das ist... Macht echt keinen Spaß. Es ist langweilig zum Zugucken. Es ist nervtötend zum Bauen, weil du ganz viele verschiedene Baumaterialien irgendwie auf ganz viele verschiedene Varianten kombinieren musst. Vorher müssen wir sowieso noch irgendwie Strom nutzen. Da können wir aber eigentlich unseren Energiebunker für benutzen. Den haben wir ja dafür. Also Strom sollte nicht das Problem sein an sich. Aber die ganzen Maschinen zu bauen und die ganzen Materialien vorzubereiten dafür... Das muss man echt niemandem antun und von daher, vielleicht mache ich das mal im Zeitraffer. Aber nicht in dieser Aufnahmesession, definitiv nicht. Mache ich dann in 4 Wochen oder so, wo dann immer noch Folgen über sind zum Zeigen. Naja. So, guck mal, wir haben jetzt haben wir auch schon wieder fast 2 Folgen fertig. So viel zum Thema, nur mal schnell den Gang bauen. So, Gang fertig. Nee, doch nicht. Da ist noch eine Wand. Die muss auch noch gemacht werden. Voll das Chaos hier. So. Bam, Junge. Wand fertig, Junge. So. Da geht es nämlich von hier aus dem Convenient-Bereich oder aus dem normalen Nutzbereich dann hier rein. Kurz noch so einen kleinen Übergang. Hier läuft dann nachher sowieso das Rohr längs. Hier die... Wie ich das verkabel, muss ich mir nochmal angucken. Also ich wollte, glaube ich, hier auch zumachen, oder? Weil ich müsste hier auf beiden Seiten... Schauen wir mal. Wenn die Kabel da sind, irgendwann können wir das mal machen. Was ich auf jeden Fall machen würde, wäre hier das irgendwie so als... Vielleicht nicht direkt hier am Anfang, aber hier so drin irgendwie. Hier, was wäre... Guck mal, hier wäre... Hier und hier, ne? Hier und hier, das heißt, hier wäre... Naja, fast am Anfang. Aber ich glaube, die konnte man die mit dem Schraubendreher irgendwie sich ausrichten. Aber egal, dann haben wir so leicht so eine optische Trennung drin. Und dahinter fängt es dann an. Hier, da sind 2, 2, 2, 2, 1, 2 und dann hier, oder was? Hier habe ich das hier... Guck mal hier, ich hab's gerade gebaut, 20 Sekunden später schon vergessen. Guck mal, 1, 2 und dann die Ecke. 1, 2 und dann die Ecke, passt. Na, so, so, so. Guck mal, wie als wenn's gewollt wäre. Zwei in die Ecke.
Ja, guck mal, hier hast du die Umrandung. Ja, wir nehmen das mal so hin. Was hier drüber jetzt alles ist, ist ja erstmal egal. Wir brauchen auf jeden Fall mal ein bisschen. Hey, hallo? So. Wir brauchen auf jeden Fall mal ein bisschen Sand, weil wir noch ein bisschen Glas machen müssen. Und mit dem Glas machen wir dann Super Glow Glass. Hab ich vielleicht sogar noch. Ich habe sogar noch Super Glow Glass. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann machen wir ein paar Fägeln. Und dann machen wir ein bisschen Super Glow Glass. Keine Ahnung, wie viel ich brauche. Ich zähle das jetzt aber nicht ab. Aber es müsste ja eigentlich reichen. Kommt ja sowieso irgendwann mal weg und von daher alles gut. Nach Hause teleportiert. So. Ja, gut, hier ist. Da machen wir es dann doch hier. Dann setzen wir es gleich einfach ein weiter. Dann passt das wieder. Na. Kurz mal so ein bisschen konzentrieren auf das Setzen, dass wir hier in einem Rutsch durchkommen. So. Und beim Rückweg, da kann man dann die ganzen Fackeln eigentlich auch schon wieder einsammeln. Guck mal, 11 Stück übergeblieben, gar nicht mal so schlecht abgezählt. Beziehungsweise geschätzt. Hier auch und hier haben wir auch. Dann machen wir nämlich hier. Na. Können wir hier nämlich tatsächlich noch ein weiter reingehen. Dann haben wir nämlich auf beiden Seiten so hier ja, ein zur Wand. Ich glaube, das ist okay. Na. Die Hacke ist auch gleich wieder hin. Davon. Haben wir denn noch? Nein, wir haben noch eine Hacke. Na gut. So. Das war das. Jetzt, womit lenken wir uns jetzt ab? Hier hinten irgendwo. Irgendwas können wir hier hinten doch bestimmt machen. Eben hier so viel Platz, dass wir hier eigentlich runtergehen könnten, oder? Achso, dachte gerade, was war das für ein Knacken? Ja, wunderbar. Guck mal, hier ist nämlich. Dahinter geht es dann nämlich runter. Das heißt. Nee, nicht die. Die anderen, diese hier. Weil hier haben wir ja theoretisch ein bisschen Platz. Wir können ja hier ein bisschen reingehen. Da ist ja nichts weiter. Das heißt, wir müssen hier unten. Guck mal, da kommen wir nämlich hier raus. Das heißt, wir gehen oben gerade weiter. Und dann hier dahinter runter. Also, wir sind ja hier auf der Höhe, das heißt, wir gehen dann hier einfach weiter. Ich baue erstmal hier. So, hier geht's quasi runter. Da sind wir dann hier direkt dahinter. Dann gehen wir hier 2 weiter und dann gehen wir hier. Ich mache erstmal ein bisschen Platz. Dann können wir nämlich gleich mal gucken, wie wir uns da runterbauen. Es ist sehr dunkel. So. Ja, wie gesagt, dann können wir gleich nämlich unten mal gucken, wie wir uns dann runterbauen. So, jetzt sind wir nämlich hier auf der Ebene, wo wir hin wollen. Das heißt, wir kommen dann hier raus.
Ich würde den tatsächlich hier gerne auch dann hier an die Ecke rauskommen lassen. Wir kommen oben an der Ecke rein. Da kann man gleich noch einen rübergehen. Dass wir genau an der Ecke runtergehen. So. Also das kommt auf. Hier geht's rein. So. Da geht's dann weiter. Kommen wir denn da überhaupt runter? Auf der passenden Höhe? Ach, übrigens. Ich habe das mal gefixt. Das ging mir so auf den Zeiger, dass diese beknackten Treppen sich nicht ausrichten lassen. Die waren immer schräg. Und jetzt, je nachdem, wo man sie hinsetzt, drehen sie sich in die passende, richtige Richtung. Ah! So. Damit das auch mal geklärt ist. Ein für alle Mal. Genau, hier ist die Plattform, das heißt, hier geht's runter. Das könnte tatsächlich relativ eng werden, um da unten richtig rauszukommen. Ach, Mann. Das wird doch nichts. Ich sehe doch, dass das nichts wird. Ja, guck mal, hier müssten wir schon unten sein. Das ist doch scheiße. Da wären wir unten. Das ist viel. Das ist doch scheiße. Die Idee war gut, aber. Kann man nichts machen. Da kann man eigentlich nur weiter nach hinten gehen. Ich würde auch ungern hier direkt irgendwie noch das Ding nach hinten da verlängern. Was machen wir denn da am schönsten? Wir gehen nicht direkt hier, weil hier wäre ja so. Genau, also hier gehen wir noch nicht rein, weil hier die Wand noch weiterläuft. Also müssten wir aus den anderen Dingern, aus denen müssten wir Treppen machen. Und dann gehen wir nämlich hier. Dann müssen wir halt einmal hinten irgendwie rumgehen. So, und dann geht's hier hoch. Innenseite hoch, Innenseite hoch. Ist ja egal, wir bauen dann alles wieder zu und dann sieht das schon okay aus, aber erstmal brauche ich ein bisschen Platz. Sonst kann ich hier nicht arbeiten. So, wir gehen D2 hoch und dann gehen wir um die Ecke. Dann machen wir hier die Fläche. Dann geht es hier weiter hoch. Hier weiter hoch. Hier. Also wir müssten hier dann oben sein. Guck mal hier, das passt doch. Da sind wir oben. Das passt doch. Und hier kommen wir dann halt eben an den Gang und hier kommen wir runter. Und hier.
Genau, hier wie die Fläche, wo die Treppen ankommen. Und hier geht der Gang einmal rüber in den Hauptbereich, in den oberen Weitungsgang. So. Ja, hier wie gesagt, was da dann nachher drunter liegt oder drüber liegt, ist ja völlig egal, weil dann das ja sowieso durch die Meselampen geschlossen ist und dann eben man nicht sieht, was da drüber ist. Ja, also von daher können wir da hinlegen, was wir wollen. So. Ist natürlich jetzt wieder dunkel. So, da ist zu, da ist zu. Bis hier ist zu. Hier sind die Treppen runter. Hier ist der untere Treppenabsatz. Und da gehen halt die Treppen hoch. Ja, ja, ist dann so. Das ist dann so, das ist dann aber auch okay. So, das heißt, wir können hier eigentlich alles wieder zubauen. Sehen, was ich tue. Ne? So. Da kommen die Steine hin, die sieht man dann ja. Ups. Ach, meine Güte. Und alles, was dann hier hinter ist, kommt dann zu. Inklusive dem, weil... Ja, da ist ja dann... Ach Quatsch. Da ist dann ja Wand. Boah, ist ja finster hier. So. Da schließt sich der Kreis doch langsam. Das ist doch wunderbar. So. Na. Mann. So, so. Decke. Ja, wie dann wir dann gleich hier hochkommen, da gucken wir dann gleich nochmal. Ne, dahin. So. Falsch rum. So, aber hier wieder welche von. Ja, komm, ganz egal. Wir brauchen da ein paar von. So. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Hier ist ausgefüllt und hier. Also hier auf der Höhe sowieso. Hiervon. So. Da kommt natürlich dann auch oben die richtige Beleuchtung ran gleich. Dann haben wir halt hier so einen Absatz drin und dann geht das schon. Oh, man kommt trotzdem vernünftig hoch. Und dadurch, dass es alles drei breit und mindestens drei hoch ist, ist das dann auch alles nicht so eng. Das ist ja doch alles irgendwie unterirdisch und wirkt dadurch ja dann irgendwie automatisch immer so ein bisschen beengter. Ich glaube, da können wir auch umgedrehte Treppen dran machen da oben. Ja, dadurch, dass es alles ein bisschen weitläufiger ist. Ist es dann nicht mehr so eng. So. So ist doch hübsch. Dann kommt man hier hoch und dann kommt man hier hoch. Dann machen wir hier oben nochmal die Decke raus und dann gucken wir mal, wie tief wir denn da tatsächlich rein müssen. Oder können, weil irgendwo ist hier dann ja auch noch der ganze Kram für die Beleuchtung der Baumform, wobei die ja eh dann hinfällig ist. Ne? Die wollen wir sowieso anders machen. Wäre übrigens auch noch ein cooles Projekt, mit dem wir uns ablenken könnten heute. Na, ich glaube nicht. Ich glaube, ich mache die Aufnahmesession auch nicht so super lang. Was haben wir denn? Guck mal, jetzt haben wir nämlich schon wieder drei, ne, eine Folge, zwei Folgen. Ja, zwei Folgen. Hm.
Und vielleicht machen wir noch eine dritte Folge dran, aber dann sollte es das dann auch gewesen sein. Ist ja schließlich Freitagnachmittag und ich bin seit 6.30 Uhr auf den Beinen. Da ist dann irgendwann die Luft natürlich raus. Ich glaube ja, fast so viel müssen wir hier gar nicht runtergehen, oder? Dip, 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 dip. Stoßen wir uns hier den Kopf? Nein. Das sollte aber mit dem hier ungefähr übereinstimmen. Das heißt, wir sind hier ein davor und dann drei. Ein davor, eins, zwei, drei und da kommen dann die Treppen hin. Also hier quasi. Nee, nee, das. Ein davor, drei und dann die Treppen drüber. Ein davor, eins, zwei, drei und dann die Treppen drüber. Also hier die Treppen hin. Nee. Kommt hin, ne? Da, das kommt hin. Gott, ist ja schön, dass man endlich Treppen bauen kann hier. Oh, ich bin begeistert. Ja. So. So. Aha. Cobblestone zum Auffüllen. Da rein. Da nicht rein, aber hier drüber. So. Keine Treppen mehr. Jetzt haben wir wieder welche. So. Bum, bum. Ja, dann sieht das auch so aus, wie das hier ist. So. Jo, einwandfrei, ne? Hier zu und zu und zu. Und hier dann, weil man sie durchscheinen sieht, die Steinziegel, ne, Steinfliesen. Sind ja nicht wirklich Fliesen. Steinfliesenblöcke. So. Ja, dann die Decke und dann passt das. So, und hier unten. Dann haben wir drei, dann haben wir hier drei und dann haben wir hier zu. Na. Die Kohle, die nehmen wir natürlich mit. Na, man weiß ja nie. So, hier kommt auch zu. Da kann man nämlich hinter den Kulissen problemlos hier einmal hochgehen. Und natürlich kann man auch irgendwie an den Seiten dann Kabel runterlegen oder Röhren runterlegen oder hochlegen oder Mesekon-Signale oder was auch immer man da machen möchte. Nur einmal kurz noch die Wände fertig machen und dann gucken wir mal, wie wir das Licht verlegen. Im Ernst, Junge! Im Ernst! Da geht aber was drauf, ne? Das ist ja unglaublich. Völlig egal, wir brauchen sie sowieso irgendwann. Weil wir noch mehr Wartungsbereiche bauen müssen. So. Außerdem haben wir oben die Decke noch, die gemacht werden muss. Bin mal gespannt, ob wir da auf die Beleuchtung unserer Baumfarm irgendwie gleich stoßen.
Na, sieht gut aus. Und da ist die nächste Hacke hinüber und jetzt haben wir keine mehr. Das ist ja auch doof. Was machen wir denn jetzt? Komm, für das letzte bisschen machen wir uns eine Steinhacke. Die natürlich deutlich langsamer ist. Hat da nebenbei Kakao trinken. Bah, gekleckert hat hier noch. Ja, ich sehe aus wie ein Schwein. Ja, und gekleckert hast du auch noch. So, das durchhaben, dann machen wir Licht und dann sollte es das dann eigentlich auch mal gewesen sein. Weil ich muss das ja auch noch schneiden und rendern und hochladen und total innovative und spannende Beschreibungen erstellen, die sich sowieso keine Sau durchliest. Muss alles trotzdem gemacht werden. Von daher, ja, ist das dann so. So, der kommt auch wieder ab. Upp. Und einmal zumachen. Hi. So. So ist doch schön. Schön. So ist schön. Ja, dann kommen wir nämlich einmal von unten nach oben und dann mache ich auch noch wieder weg. Oder von oben nach unten, je nachdem. Da kommen wir nämlich hinten rum, durch die Kulissen hinten, einfach einmal bis ins Lager laufen. Zu Anfang werde ich hier natürlich noch offen lassen, weil wir das Lager ja noch konfigurieren müssen. Die ganzen Filter müssen ja alle noch eingestellt werden, wenn die alle verlegt sind. Das heißt, das lasse ich erstmal noch auf, aber später mache ich dann doch zu. Und dann hat sich das Thema dann auch erledigt, dann ist dann eben zu. Und dann kommt man nämlich nur noch durch den Eingang da oben in den Wartungsgang rein. Also durch hier, ne, also die Filter sind hier ja auch schon. Da kommt man nämlich nur noch durch diese Tür dann eben rein und kann dann, ja, die immer zweimal zugeht, und kann dann eben hier gucken und dann kann dann eben auch runterlaufen in den anderen Bereich und das dann da auch nochmal konfigurieren. So, und wir gucken jetzt nochmal nach dem Licht. Nur, guck mal, hier extra 11 mehr gemacht. So, 2 und hier, ne? Ja. 2. Hier ist Treppe, da ist sowieso schwierig. Mal hier eine hin. Gucken wir mal, ob das reicht. Geht, oder? Ich glaube, das reicht. Hier ist halt der Knick drin, weil das dann hier eben weitergeht und so. Ne? So. 2 und 2, das passt. Sieht ein bisschen komisch aus, aber das passt von der Rechnung her. Würde das hier eigentlich auch passen? 2 und Licht. 2. Naja, wird nicht passen. Na gut, aber der müsste eigentlich hier hinten an die Wand, aber das wird komisch aussehen. Bin froh, dass das überhaupt so reinpasst hier. Ja, dann haben wir den auch hingekriegt und dann haben wir hier die Fackel auch noch weg tun und dann haben wir das soweit, ne? Pünktlich zum Nachbarn, der anfängt zu bohren und zu sägen, sind wir eigentlich soweit erstmal fertig. Man kann richtig, richtig weit gucken. Die Baumfarm, die verschieben wir einfach ein ganzes Stück irgendwie, machen die längs. So wie sie jetzt ist, lassen wir sie nicht, sondern wir machen sie einfach länger.
Holen dann aber hier, keine Ahnung, bis hier oder so. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal irgendwann. Dann machen wir hier noch ein bisschen Platz und dann machen wir hier wieder zu und dann ebnen wir das so ein bisschen ein, dass wir die Baumfarben hier dann eben länger ziehen können. Dann ziehen wir hinten noch die Mauer ein Stück länger und dann passt das dann schon. Yay, in den Pool. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen. Das Wasser ist jetzt glatt und hat einen schönen Absatz wieder. So wie sich das gehört. Meine Güte, geht aber los da drüben jetzt. Ne? Also mit. Wahrscheinlich hört ihr das kaum, aber es ist schon relativ laut. Mit dem Baulärm des Nachbarn verabschiede ich mich für diese Aufnahmesession ins Wochenende. Beziehungsweise, wenn ihr die Folge seht, ist Wochenende. Ihr wisst, was ich meine. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschö.